Melissa, hast du meine Rentiere gesehen? Nein, aber wir haben jede Menge Fleisch für Steak. Herzlich willkommen bei YumTamTam. Wir haben Weihnachtsmarktwoche und bei mir gibt es heute etwas auf die Hand in ein Brötchen und zwar Fleisch und wir machen auch noch Soße selber, also all die guten Dinge, los geht's. Damit wir hinten raus keinen Stress bekommen, würde ich sagen, machen wir erstmal die Soße selber und ich hole mal einen Topf. Wir machen eine leckere Currysoße, dafür schneiden wir als erstes eine Knoblauchzehe und eine Zwiebel klein. Zu Weihnachtsmarkt habe ich immer so ein bisschen so eine gespaltene Haltung. Weil einerseits freue ich mich total und es macht Spaß, aber andererseits ist man, wenn man ehrlich zu sich ist, nach einer halben Stunde immer so durchgefroren, dass man eigentlich denkt, ich will nur irgendwo rein, es ist so kalt. Aber mittlerweile gibt es auf den meisten Weihnachtsmärkten ja auch wie so kleine Restaurants, wo man dann rein kann und sich kurz aufwärmen und dann geht's auch wieder. Aber gar nicht zum Weihnachtsmarkt gehen, geht halt irgendwie auch nicht. Wie macht ihr das denn? Packt ihr euch ganz warm ein? Esst ihr super viel oder trinkt ihr super viel heißen Kakao? Könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Jetzt holen wir uns ein bisschen Öl, erhitzen das da drin und dann schmeißen wir die Zwiebeln und den Knoblauch rein. Und braten die schön glasig an. Okay, die Zwiebeln sehen gut aus. Dann Tomatenmark. Ich liebe es ja bei diesen Tomatenmarkdingern, auch bei Zahnpasta und so, diese Teile aufzupieken. Würde ich in der Großküche arbeiten, würde ich das den ganzen Tag machen. Und Brühe drauf. Alles gut verrühren. Riecht jetzt schon gut, aber ein bisschen Würze kann nie schaden. Salz und Pfeffer. Ein kleiner Löffel Curry. Und jetzt ahnt ihr wahrscheinlich schon, wo es hingeht. Es wird nämlich ein leckerer Curry-Ketchup, aber selber gemacht. Und wichtig, wenn es salzig ist, muss es oft auch süß sein, besonders bei Ketchup. Ich habe dafür Rohrzucker genommen. Ich finde, das gibt immer so eine gute Karamell-Unternote. Aber wenn ihr gerade keins zu Hause habt, tut es auch normaler Zucker. Und für einen kleinen Extra-Kick ein bisschen Ingwer. Ingwer braucht man nicht schälen, wenn man den reibt, aber draußen ist ja diese Haut, diese trockenen kleinen Enden, die brauchen wir nicht. Alternativ könnt ihr es auch als Geweih benutzen, wenn ihr gerade keins zu Hause habt. Meiner ist jetzt noch ein bisschen flüssig, ich lasse ihn noch in Mühe einkochen, aber das ist je nachdem, wie ihr es wollt. Und wenn euch die Stückchen stören, könnt ihr es natürlich auch pürieren, aber ich finde das schön. Dann können wir uns jetzt schon um das Steak kümmern. Ja, Steak Time. Wir brauchen erstmal eine Pfanne. Ein bisschen Öl in die Pfanne. Und während das Öl heiß wird, können wir schon mal eine Knoblauchzehe hier rausholen. Handrücken. Ein paar Thymianzweige. Da braucht ihr nichts mitmachen, die nehmt ihr einfach raus. Und jetzt schmeißen wir in guter alter Weihnachtsmarktmanier Schweinesteaks in die Pfanne. Und dazu die Thymianzweige. Guck mal, wie schön das aussieht, ein Gemälde. Ich möchte es mit Gießharz übergießen und an meine Wand hängen. Während die Steaks da drin braten, schneiden wir schon mal die Brötchen auf. Ich habe jetzt hier Roggenbrötchen genommen. Finde ich was Rustikales, passt ganz gut. Aber wie immer, alles euch überlassen. Ich hole schon mal einen Teller. Ich habe einen grünen und einen roten Teller, weil Weihnachten ist. Und einer ist für mich und einer ist für den Weihnachtsmann. Die sehen schon gut aus, bisschen Salz. Bisschen Pfeffer und umdrehen. Mmh. Gehört ihr eher zu den Leuten, die dann ganz viel Crepe und Lebkuchenherzen essen oder die Würstchen und Steak und Eintopf ballern? Oder seid ihr so wie ich und esst einfach die ganze Zeit alles? Unten in die Kommentare. Auf die Seite auch nochmal, bisschen Salz, bisschen Pfeffer. Und für etwas extra Würze kommt jetzt ein bisschen Sojasauce in die Pfanne. Nochmal wenden. Ich glaube, auf dem Weihnachtsmarkt machen sie es nicht mit Sojasauce. Aber hätte ich einen Weihnachtsmarktstand, würde ich das so machen. Okay, die Steaks haben mir verraten, sie möchten gerne aufs Brötchen. Und drauf. Und einen ordentlichen Klecks von unserer guten selbstgemachten Soße. Deckel drauf. Den stellen wir zur Seite auf den Kamin für den Weihnachtsmann. Und der ist für mich.
sehr gut geworden, perfekt gebraten. Die süße Soße dazu passt richtig gut. Auch dass es nochmal in der Sojasauce gebraten wurde, gibt nochmal so einen extra Kick. Und ich würde fast behaupten, meins schmeckt besser als vom Weihnachtsmarkt. Aber davon könnt ihr euch ja selber ein Bild machen, wenn ihr das Ding nachkocht. Dann schickt mir auch gerne ein Foto unter dem Hashtag YamTamTam. Beim nächsten Mal gibt es Crepe, auch wie vom Weihnachtsmarkt. Bis dahin, tschüss!